Hallo, da bin ich wieder. Wir waren auf dem Weg zu 3C Huadif. 3C. Na denn, auf geht's. Nicht da lang, auch nicht da lang. Kann er zur Abwechslung mal auf dem Weg bleiben? Vielleicht stehe ich da nicht gleich wieder sofort von der Felswand. Ein Ausrufezeichen. Neben meinem Häschen. Guck, es springt direkt ins Wasser. Das ist irgendwie ein bisschen lustig, oder? Wo ist es hin? Es hüpft, glaube ich, im Wasser. Wer will denn hier was? Liegt da jemand oder liegt jemand? Hallo? Hilfe! Ganz ruhig. Wie heißt du? Was ist passiert? Herr Kurt! Hol Hilfe für Scheuerpelz. Die Grauhabichte kommen. Sie töten meinen Bruder. Töten alle. Nicht, wenn ich es irgendwie verhindern kann. Eine neue Nebenquest hat sich hier gerade eröffnet. Ist der gerade gestorben? Och, Manno. Ja, aber wir machen erstmal weiter mit 3C Huadif, ne? Sonst komme ich wieder durcheinander und dann falle ich wieder vom Rand der Welt oder stehe ständig vor einer Felswand. Mal gucken, ob es hier Fische gibt. Wir brauchen doch ein paar Fische. Da sind doch Fische. Da. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Okay, ein Tierzahnknochen war jetzt, glaube ich, nicht das, was wir brauchten. Ich glaube, wir brauchen Fischhaut oder Fischknochen. Nee, schon leer gefischt, der Teich. Ein Lagerfeuer, sehr gut. Eine Gabelung. Hier sollte sich Nassan einfinden. Okay, sind wir schon da? Nee. Ich muss ja gestehen, ab und zu verliere ich den Faden. Wer ist denn jetzt Nassan noch wieder gewesen?
Oh. Gar nicht gesehen, gar nicht gehört. Wie viele sind's denn? 3 Stück? Ah, hier waren wir aber schon, ne? Genau, hier bin ich ein paar Mal verreckt, als wir versucht haben, irgendeine Geißel zu befreien. Ich erinnere mich. Der ist echt sauer. Wäre ich auch, wenn man mir durch mein Abendbrot essen würde, laufen würde. Ihr wisst schon. Wäre ich auch, wenn man mir durch mein Abendbrot laufen würde. Multitasking ist heute nicht so ganz mein Fall. So lang? Komme ich auf der anderen Seite denn raus? Wahrscheinlich nicht, ne? Schau ich mal eben. Ach, da hinten ist mein Langhals. Schön. Auf der Karte nach. Echt jetzt? Wir sind jetzt hier komplett falsch und müssen darüber. Was habe ich jetzt davon, dass ich auf dem Weg geblieben bin? Beam ich uns mal eben hier hin. Und dann gehen wir von da aus weiter. Das wäre sonst blöd. Genau, hier ist das Lagerfeuer und wir müssen nach links, ne? Oh Gott, da ist ein Sandwurm. Genau. Links halten. Habt ihr das gerade gesehen, was sich da in den Boden geschlängelt hat? Ja, Steinbrecher heißen die. Oh Gott, hoffentlich sieht er uns nicht. Also wenn er uns sieht, dann renne ich einfach, weil dagegen sind wir völlig machtlos. Ah. Wieso? Was macht er hier auf dem Weg? Okay, ich gucke einfach nicht hin. Frei nach dem Motto, was wir nicht sehen, ist auch nicht da. Alles klar? Tschüss, Sandwurm. Wir waren gar nicht hier.
Das werde ich vielleicht noch bereuen. Hoffentlich nicht. Okay, jetzt sind wir zumindest schon mal irgendwie auf derselben Ebene. Und da ist auch ein Lagerfeuer, Gott sei Dank. Na, da sitzen sie. Gut, erst speichern. Und dann reden. Hallo. Du bist 13 Huadiv, stimmt's? Vanasha schickt mich. Was ist passiert? Ich wurde reingelegt, das ist los. Vanasha hat mit den Wimpern geklimpert und mit den Hüften gewackelt und uns Reichtümer versprochen. Macht einfach den Weg frei, sagte sie. Umgeht die Truppen und erledigt ein paar Wächter. Ist doch kein Problem. Wir konnten ja nicht ahnen, was für ein Monster da unter der Erde lauert. Warum lasse ich mich auch mit solchen Frauen ein? Lustige Stimme. Sehr gut. Warum sollte Vanasha euch betrügen? Mein Trupp kam nach Sonnenfall, weil wir von hohen Kopfgeldern gehört hatten. Sie bot uns das Höchste an, genug, um sich zur Ruhe zu setzen. Ich war selbst schuld, den Köder zu schlucken. Ich hätte wissen müssen, dass das ein böses Ende nehmen würde. Ihr solltet also einen Weg für Nasadi und Itamin sichern, aber es klappte nicht? Bei ihr klang das alles so einfach. Findet den besten Weg zum See und sichert ihn. Was könnte schiefgehen? Tja, ganz schön viel. Wie etwa ein blutiger Tod im Maul einer abscheulichen Bestie. Etwas aus der Erde griff euch an. Oh, das hast du dir gut gemerkt, was? Ich hab mich gefragt, warum die Schattenkaja den Weg nicht bewachen. Tja, ist nicht nötig. Ein riesiger Dämon macht das für sie. Er gräbt Tunnel im Dreck, bricht durch die Erde und spuckt aus seinem stinkenden Maul. Ich hab's überlebt. Meine Kameraden aber nicht. Es wäre traurig, wenn sie nicht alle Mistkerle gewesen wären. Okay. Ich sehe, wohin das führt. Vanasha wird bald hier sein mit Nasadi und Itamin. Ich muss diesen Dämon vernichten, bevor sie ankommen. Du bist nicht so helle, oder? Ja. Unser Kampf war nur kurz, aber ich sag dir, was ich weiß. Er ist komplett gepanzert, aber am Rücken weniger. Und unter der Erde kann er dich nicht aufspüren, wenn du stillhältst. Du kannst vielleicht sogar verhindern, dass er überhaupt abtaucht, wenn du seine krummen Arme hart genug triffst. Mehr kann ich nicht bieten. Aber ich werde zu deiner Beerdigung kommen, bevor ich was trinken gehe. Reizend. Okay. Na, ich hatte den Wurm ja eben schon gesehen. Eine Weile. Und jetzt scheinen wir den Wurm zur Aufgabe zu haben. Großartig. Ich liebe Erdwürmer. Wo ist er denn? Fangen wir doch damit mal an. Wo ist er denn? Wo müssen wir denn hin? Ah, da unten sehe ich ihn schon. Hallo. Okay, hier sind wir vielleicht minimal zu hoch. Da geht's runter. Okay. Hier? Hier? Nee. Hier dachte ich, geht's runter. Hab ich mich verguckt? Da wird's doch irgendwie flacher. Ja, da, genau. Herrlich. Was haben wir denn im Angebot? Ja, nehmen wir. Hops. Wie viele Tränke habe ich denn so? Super. 2 und 4. Herrlich. Und ein ganzes Kreuz Gesundheit. Oh mein Gott. Aber wie er schon ganz richtig sagte, wir sind nicht so helle. Ja. Ey Leute, spann den Bogen. Was ist er denn?
Ach da, okay. Oh, der kommt auch hier hoch. Das ist eine gute Information. Hier. So. Also ich finde, ich habe seinen Fuß ziemlich gut getroffen. Und er hat sogar auch ein bisschen Schaden genommen. Warten wir mal. Vielleicht kommt er uns ja nochmal direkt vor die Linse. Dann kann ich hier irgendwo hoch? Nee. Mist. Habe ich ihn gar nicht getroffen? Ich fasse es nicht. Komm wieder her, Wurm. Na los, schwoll nicht. Manu! Ach doch, ein bisschen habe ich ihn getroffen. Das ist doch schön. Hey. Frechheit. Der hat doch den Fuß weggezogen. Habt ihr auch gesehen, oder? Mach hin, Wurm. Wir haben keine Ewigkeiten Zeit. Ich habe irgendwas Gutes getroffen. Ah. Zur Sache, Wurm. Also irgendwas haben wir gerade getroffen, was total gut war. Ich nehme an, das Gelbe da unter dem Wurm. Er ist ganz schön sauer jetzt. Gucken, ob wir das nochmal treffen können. Muss ich mir mal merken. Gleich haben wir ihn. Aber einen Fuß ab konnte ich ihm nicht schießen.
Und ich habe nichts Härteres. Also als mit zwei Pfeilen und dem langen Jagdbogen auf den Fuß zu schießen, was Härteres habe ich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ah, das war knapp. Schade. Oder ich müsste einen Bomber auf den Fuß werfen oder so, ne? Mal bei dem nächsten Wurm versuchen. Na komm, Wurm, los. Braver Wurm. Na, da kommt er doch. Also ich finde, es hätte jetzt ruhig auch wieder knallen können. Aber er ist eh gleich hin. Quest heißt Schachzug der Dame. Nett. Das macht die Sache etwas leichter. So. Oh. Er wird doch wohl nicht unter der Erde gestorben sein, oder? Nein, der ist noch da. Das fände ich ja ätzend. Nanu? Und gleich haben wir ihn. Komm, Wurm. Hä? Nicht einfach unter der Erde den Geist aufgeben. Das war's. Nicht so furchtbar aufregend gewesen. Wir hatten einfach eine sehr gute Versteckposition, würde ich sagen. Hallo? Nicht? Bleibst du hier? Wirst du wohl nicht rutschen? Guck mal, was wir alles Tolles gekriegt haben. Super. Ist schon echt gigantisch, ne? Vor allem so unbelebt. Es ist einfach nur so eine Masse aus Gummi und Eisen. Jetzt auch darum vibriert. Abgefahren, ne? So gut gemacht. Wahnsinn. Na gut, gehen wir nochmal zu 3C zurück. Der leuchtenden Sonne, ich glaube es nicht. Ich dachte, der Steinfresser würde dich zermalmen. Nach diesem Wunder können wir nur noch warten. Vanasha wird bald hier sein, mit einem Boot, das die Königsfamilie über den See bringt. Da ist ja der kleine König. Ah, kleine Jägerin. Wie schön, dass du wirklich die Leibwächterin für uns spielst. Wo sind deine Männer, Huadif? Du siehst aus, als hätte dich ein Monster ausgespuckt. Das trifft die Sache schon ziemlich genau. Der Weg ist frei. Können wir los? Ich mag, dass du immer so direkt bist. Und diesmal hast du recht. Sie werden uns schon bald verfolgen. Keine Sorge, Strahlender. Wir haben exzellenten Schutz.
Oh nein, da kommen die Schattenkaja und sie sind sehr wütend auf mich. Ich halte sie auf. Sehr nobel von dir, doch was ich anfange, bringe ich auch zu Ende. Aber etwas Hilfe ist willkommen. Huadif, bring Itamen und seine Mutter zum Ufer. Vorsichtig. Es ist also soweit. Ich muss sagen, nach 2 Jahren unter der Fuchtel dieser Eiferer bin ich bereit, Blut zu vergießen. Alles klar, wir sehen uns gleich.